Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir haben ein Missionsziel auf dem Berg und wir sind, da oben ist es, und wir sind leider ganz hier unten, weil ich was Dämliches gemacht habe letztes Mal. Da habe ich noch eine Beltsprig hier unten gefunden. Irgendwo war sie. Ein Moment. Ach, ist vielleicht nicht so wichtig. Verschwinden die, wenn man sie berührt? Ah, da hinten war sie. Die habe ich berührt. Deswegen wurde meine Health nochmal increased. Das hat man auf dem letzten Video leider nicht so gesehen. Da ist irgendwas beim Aufnehmen extra bei diesen letzten Minute schiefgegangen. Deswegen muss ich das bisschen mehr cutten. Deswegen sah das so komisch aus. Arg viel mehr ist nicht passiert, beziehungsweise gar nichts ist sonst weiter passiert. Genau, jetzt müssen wir allerdings wieder hier raufkraxeln. Hui. Habe ich das nicht in der letzten Episode auch von unten erreicht? Naja, wir kommen voran. Das ist die Hauptsache. Hui. Nur nicht zu weit huien, sonst muss ich wieder den ganzen Weg laufen. So, da bin ich mal gespannt. Also jetzt sollen wir die Musik genießen, die unsere gestimmten Flöten machen. Bin aber mal gespannt, was die RDA dazu zu sagen hat. Die ist hier irgendwie auf dem Weg da zu uns. Irgendwie sowas. Naja, falls wir welche sehen, werde ich sie ausschalten. Ganz einfach. So. Was ist denn das da oben? Auch eine merkwürdige Pflanze. Du bist ein Whipleaf. Beste Qualität im Regen. So, Spiel. Und du hast dir gedacht, ich gehe hier ganz normal hoch. Dann probiere ich das mal. Diesmal ohne runter zu hüpfen. Nein. Ich mag diese Blumen, mit denen man sich aufseilen kann. Hochklettern. Was auch immer das korrekte deutsche Wort ist. Ich bin leider immer noch ein Corona-Leidender. Also, ja, ist jetzt einfach noch Auswirkung wie eine leichte Erkältung. Aber es geht immer noch auf den Geist und deswegen erzähle ich vielleicht mehr Unsinn als sonst. Also, bisschen Vorsicht, was ich hier denn so von mir gebe. Dann probieren wir das mal. Ich würde trotzdem sagen, das ist nicht wirklich eine Höhle. Na gut, über Semantik lässt sich streiten. So, dann wollen wir mal die Musik anhören. Oder zumindest verinnerlichen. Da stand Memorize dran, was auch irgendwie mit verinnerlichen übersetzt werden kann. Ach, ich muss was tun. Du, ich bin doch nicht multitaskingfähig. Ich kann eine Sache kontrollieren. Na gut. Es hat mein Hirn noch irgendwie geschafft. Okay, das hat tatsächlich ein bisschen Lerneffekt, würde ich sagen. Also, so anstrengend muss ich mich lange nicht mehr bei einem Ding-Event, Spiel-Event. Aber es ist ja ziemlich verzeihend. Ist das dein Ernst? Meine Hirnhälften kommen damit nicht klar. Komm. Komm. Also ich konzentriere mich auf die Maus und versuche die Tastatur nachzuziehen. Das klappt dann ganz gut. Zum Glück muss man nicht synchron irgendwie antizyklische Bewegungen machen. Das könnte ich gar nicht. Oh, das ist dann wiederum sehr einfach. Hui. 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 Okay. Und wann kommt jetzt die RDA? Nachdem ich hier meine Tai Chi Morgengymnastik gemacht habe. Boah, das ist nicht gut, mit Tastatur und Maus das zu machen. Kann man hier scheitern? Ja, irgendwie nicht, ja. Also, wenn man es nicht komplett vermasselt. Alter. Ich habe eine Tastatur, also mit zwei Joy-Cons kann ich mir das schon vorstellen, aber... Ne, ja. Es ist, was ist... Ein Glück gibt es mir keine Elektroschocks, wenn ich nicht auf der Linie bleibe. Ist das nicht schön, was ich hier hinbekomme? Hab's fast gut gemacht. Jetzt reicht's aber damit.
Ja, gut. Also hätte mir das Spiel noch eins vorgesetzt, hätte ich gesagt, das ist ein bisschen zu lang gewählt. Ich höre nichts. Jetzt höre ich was. Ja, Blitzmerker, mein Charakter. Hat gerade gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Überraschend lange noch in der Szene geblieben. Ich meine, ich habe rechts unten den Skip-Knopf gesehen, aber... No, it must be Minong. I'll go. Which animal are they tracking? I don't know for sure. Sending you coordinates. Ja, gut. Genau, ich habe einen Skip-Button gesehen, aber ich dachte, da kommt was außer nutzloses Rumsitzen. Anscheinend nicht. Gut, Questpunkt ist vor uns. Da bin ich mal ausnahmsweise automatisch in die richtige Richtung gelaufen. Hui. Ist da oben noch was drauf oder warum willst du, dass ich hüpfe spiele? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir hier ja von oben ran. Ansonsten Berg runter ist immer leicht. Hoch wird's komplizierter. Okay, da ist so ein ab und zu ein Passatwind, der hier durchkommt. Was bist du denn? Eine Brookshell und du kannst was? A Hard Shell from an Aquatic von einer Wasserkreatur. Ah, das sind diese Schnecken. Sehen ein bisschen aus wie die Telefone bei One Piece. Ja, damit. Das ist aber schöner Mohn. Nee, ist kein Mohn. Ja, sonst könnten wir uns hier in Navi schöne Opiumplantagen anlegen. Hier ist das bestimmt noch nicht reguliert und ein bisschen gute Laune schadet ja auch nicht. Naja, vielleicht auf die Weise schon. Nehmt keine Drogen. Das ist hier was. Okay. Wie lang, wie weit ist das denn weg? Wieso muss ich so lange laufen? Na egal, das ist ja ein wunderschöner Tag heute. Faszinierende Berglandschaft. Hoffentlich nichts, was mich umbringen will. Also außer die Mitglieder der RDA. Ah, die zielen zu schlecht. Obwohl, manchmal zielen sie ganz gut. Ist hier noch was von Interesse drin? Wenn ja, wie komme ich da... Ah, ich konnte einfach durchlaufen. Bin einfach dem Tier nach. Hier ist wieder so ein Ast. Oh, oh. Habe ich es erwischt? Au! Was denn? Die haben mich ja nicht mal wirklich erwischt gehabt. Ich hau trotzdem lieber mal ab. Da ist so ein Geysir. Oder zumindest, nee, kein Geysir. Da raucht's halt raus. Wie heißt das denn? Seid ihr wirklich böse? Müsst ihr böse sein? Ich soll doch ein Tier retten. Wieso mache ich jetzt Tiere kaputt? Oder wieso machen mich die Tiere anstattdessen kaputt? Weg mit euch. Heilung. Was soll denn das? Wollt doch nur euch retten. Wollt doch nur euch retten. Also den Großen kann ich auf jeden Fall retten. Ich glaube nicht, dass ich den platt kriege. Er lässt mich einfach in Ruhe. Wo ist er am Drehen? Wo ist er hin? Der verfolgt mich immer noch. Wer ist hier der Aggressor und wer der Gejagte? Lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich habe eine Granate geworfen. Hilft das auch gegen den? Ja, es hilft. Her mit dir, mein Mount. Entkommen wir mal dem bösen Tier, das Laser auf uns wirft. Echt? Das war ja eine ordentliche Strecke dahin zum Questmarker. Hätten wir gleich fliegen sollen.
Ui, ich bin in einem Wind gefangen. So. Jetzt können wir hier aber erstmal landen. Good to see you, Hawk. Ja, hätte ich auch gesagt. Wieso sagst du das erst jetzt, nachdem du abgestiegen bist? So, Minen craften, Munition überprüfen. Hier müssen wir nachcraften. Hier kann man nachcraften. Das sieht aus wie Elektro-Pfeil. Hilft vielleicht gegen Mechs. So. Also irgendwas ist hier gecrashed. Warum eigentlich? Die sind doch relativ normal gelandet. Die müssten ja nicht immer in so einer Explosion hochgehen oder landen. Das geht doch mit der Zeit bestimmt auf die Ressourcen. Oh no. Oh. Minang! Wer ist Minang? Hallo? Minang in den Cespa. Da ist auch so ein Elefant. Oh je. Hoffentlich lebt der zumindest noch. Bastard! Wake up, Pascali! Wake up! Wake up! Ist er tot oder einfach nur hundemüde? Also das sieht nicht nach müde aus. Pascalin! Warum? Wie? Nochmal, warum? Okay, der Elefant hat es leider nicht geschafft. Und wir sind jetzt beide sehr traurig darüber. Und wütend. The sky people devour everything. Ai 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 ai. Ai ai ai. Das ist ja das, was ich immer sag. Rally your people, warrior. We ride to battle. Ich hab keine People, oder? Ich bin doch allein hier am Kämpfen. Trotzdem keine Ahnung, wie das passiert ist. Vielleicht mit der Waffe hier. Das sieht unangenehm aus. So, aber jetzt erstmal looten. Pasuk Wildlife Young. Pasuk was killed by Harding's Poachers. Oh, das war sogar ein junges. Harding's Troops. They killed one of the Zakru. But you're safe, aren't you? It's not about that. The Zeswa will have revenge. Minang wants the resistance to join the attack. They're our allies, of course. We'll be there. Okay. Wenigstens kann man sich hier auf die Resistance verlassen. So, irgendwas, was ich hier noch mitnehmen kann? Nein, überraschend wenig. Na gut. Dann schauen wir mal an, wo das Missionsziel ist. Wenn es überhaupt ausgewählt ist. Level 12 sollten wir dafür haben. Na gut, das haben wir nicht, aber wir haben eine Anzahl an Skillpunkten, 5 Stück. Wofür setzt man die denn ein? Health Pouch Capacity Increase by plus 1. Ich glaube, das wäre auch ganz praktisch. Base Health Increases by 90. Ja, damit. Denk zwar, ich kriege immer noch aufs Maul wie sonst was, aber besser haben als nicht haben. Plus 25% Schaden mache ich an Feinden, die einen aktiven Status-Effekt haben. Also irgendwie paralysieren, brennen, Feuer. Wie aus Pokémon, denke ich mal. Okay, Raw Food bringt nichts. Dann schauen wir mal in einen anderen Teilbaum noch rein. Die sind ja alle so teuer. Das ist ja schade. You can carry twice as many special arrows, spears and firearm rounds. Sehr schön. Mehr Munitionskapazität. Kurz und knapp auf Deutsch. So, was ist denn da hinten, da wo ich hinzoome? The Zeswa are a strong ally, Pela. We'll all be working together. Wouldn't this be, you know, a good time to negotiate, since we're so strong and everything? The RDA
It's what they want to be doing, though. Helping us to free Pandora. I just wish people wouldn't have to get hurt. Ich hoffe, Thailan bleibt auf unserer Seite. Habt ihr was hier für mich? Kann auf jeden Fall mal landen und nachsehen, ob mir jemand noch was in die Hand drücken will. Oh, wir können contributen. Die wollen Blated Fatty Meat. Hab ich nicht. Wir haben Coronas Egg. Hilft das jemandem? Ich glaube nicht. Achso, ich habe hier neue Ausrüstungsgegenstände. Neues Headband, aktuelles 46 Health, neues 50 Health, würde ich sagen, ja, so viel Verbesserung ist nicht drin. Wir haben 39 Health mit der ausgerüsteten, schönen, schusssicheren Tap-Weste und jetzt kriegen wir so ein Rider Cur S, so wird es nicht ausgesprochen, aber trotzdem mit 50 Health. Obwohl weniger Stoff dran ist, ich glaube, das hat starke Magneten dran, dass die Kugeln dann eben eher auf die unempfindlichen Teile lenkt. So, hier kann ich nichts machen. Irgendwie noch einen schönen neuen Bogen. Solales Venomous Heavy Bow. Und das ist ein Longbow. Das ist ein Heavy Bow. Und was ist jetzt... Ah, der ist ausgerüstet, okay. So viel dazu, so viel dazu. I guess. With the RDA around, you kind of always are. To stand up and defend Pandora is to be Navi. What about the Resistance? Alma? She likes to think herself one of us. Sometimes I forget she isn't. Before now, she was the only adult who sort of looked like us. Your roots were severed early and planted in false soil. Mine were cut in battle. Sending me to wander. We share a seeker's path. What have you found? I may tell you sometime, but not on this human toy. Just never stop looking. Both around you and within you. Danke schön. Ich habe hier noch ein Stash gesucht. Oder irgendwas zum Einsammeln. Die exquisiten Materialien sind natürlich auch fancy. Aber ich bräuchte tatsächlich mal meinen Lagerplatz irgendwo. Das hätten sie doch überall hin machen können. So. Die ignorieren mich hier aber auch. Das heißt, wir können wieder in die Luft gehen. Schade, dass ich es hier nicht gefunden habe. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Wer weiß das schon so genau? So, ich habe das Gefühl, da hinten war noch irgendwas. Vielleicht auch so ein Labor. Sieht ein bisschen nach einem Labor aus. War mal hier schon? HSM Installation Delta. Ah, das war diese eine Festung, die wir, glaube ich, letztes Mal überfallen haben. Und die jetzt komplett wieder überwuchert ist von der Natur. Deswegen habe ich es nicht erkannt. Na gut, haben wir es geschafft. So, da hinten habe ich aber aus dem Augenwinkel noch eine kleine Installation gesehen. Und ist das hier Felsen oder eine größere Installation? Das sind wieder so komische Fragen. Was sind das denn für Tiere? Die kleinere Variante von denen, die mich fast umgebracht hätten. So, hier ist irgendwo wieder Elsprick oder sowas. Keine Ahnung, ihr kriegt wieder diese unnützen Hints auf dem Kompass. Vielleicht da mitten in der Insel. Keine Ahnung. Ich stelle mir einfach vor, wo ich sowas platzieren würde. Was wollt ihr denn von mir? Was ist das? Muss ich den ausweichen? Wollen die ein Leckerli? Wieso greifen die mich an? Vielleicht komme ich einfach noch nicht in das Gebiet und das ist so eine... Boah. Abschreckung dagegenüber, aber finde ich jetzt persönlich relativ unintuitiv. Wird mir ja auch nicht angezeigt, warum das nicht geht. Wollt doch nur zu den kleinen Inseln. Schauen wir mal darüber und dann einen Tick nach links. Ich glaube, ich sehe eine besondere Pflanze auf der Anordnung da. Okay, da wurden nur Sporen verteilt. Hier ist ein Labor. Das müssen wir mal freischalten. Gibt bestimmt einen Skillpunkt.
Außerdem dauert das hier nicht so lang. Und hat vielleicht ein bisschen Loot. Muss mal hier anfangen. Es sieht gut aus. Dann geht's einmal weiter. Einmal reparieren. Ja, wunderbar. Kabel zusammenknoten. Es hält von 12 bis Mittag. War's das? Nö. Hallo. Ah, erst der Kamerad hier. Und jetzt der Kamerad. Sehr schön. Und jetzt müssen wir wieder mit dieser komischen lila-haarigen Frau reden, die etwas komisch selbst im Englischen synchronisiert ist. Na, trotzdem. Hey, sorry, got an emergency. There's this woman, Katie Winslow. She's been helping us from inside the RDA, but you know what? She can explain this way quicker. Catching you through. Das klingt gut. I'm coming. Okay, jemand im Inneren der RDA war auf unserer Seite und wird jetzt umgebracht. Vermutlich, weil sie auf unserer Seite ist. Pollution Monitor. Okay, das ist nicht gut. Da stand kräftig Pollute dran. Schauen wir erstmal, was wir hier noch schön aufnehmen können. Ammo-Kapazität ist ja höher. Okay, irgendwas piept noch im Hintergrund. Weiß nicht, ob das dahin gehört. Muss ich damit interagieren? Kann ich den Monitor nicht einfach ausmachen und dann ist gut? Ja, ich muss. Ah. I'll see what I can find. Okay, warum gab es hier zwei Anrufe? Keine Ahnung. Mit mir kann man es hier machen, kochen muss man glaube ich nicht. Und hier ist ein Lagerbasket, ich werde nicht mehr. Links ist der Stash, rechts ist unsere Tash, so ungefähr. Ich würde einfach sagen, lagern wir mal alles ein, was einzulagern geht. Und Essen holen wir uns wieder raus. So, wunderbar. Ist unser Inventar noch da, das was ausgerüstet ist? Sehr gut. Das ist eine wichtige Frage. Dann holen wir uns ein bisschen Essen zurück. Hier schön die RDA Food Rations, da müssen wir nicht viel tun. Die bringen zwar auch nichts, also einen Zusatzeffekt, aber die machen zumindest auch nichts kaputt. Rappen Crafting Material. Was kann ich denn mit einem Bohnen und einem Bladehead Horn machen? Irgendwann müssen wir mal was craften. Okay, Cooking Ingredient brauche ich nicht. Kann ich die irgendwie zerlegen? Also hier, nö. Komisch, komisch. Cooking Ingredient habe ich. Ich will nicht. So, bei Combat String. Ich brauche Sword by Type, also Crafting Material oder. Naja, bei Rarity vielleicht. Cooking Ingredient, Cooking Ingredient, Cooking. Cooking. Oft, das muss ich nicht übersetzen. Heißt kochen. Anxious Pouch. Plus 11% Fire. Ja, Waffendamage. Schusswaffendamage. Cloak Panther Light Height. 44% Health. 44 Health dafür. Das nehmen wir mal mit. Sakru-Milch muss ich, glaube ich, nicht trinken. Hier mal ein bisschen Fleisch nehmen wir für unseren Ikran mit. Hunting String braucht man nicht. Der macht 15 Schaden pro fürs Wildlife. Crafting Material nehmen wir auch mal mit. Increases, okay. Unwichtig. Wir nehmen noch so ein Viperwolf-Tuf mit. Und ansonsten. Ja, das ist alles irgendwie dämlich hier. Braucht man nicht irgendwie noch Crafting Material oder sowas? Oh, das ist echt. Echt komisches System so. Einmal an die Crafting Station, um zu schauen, was geht.
So, was ist auf jeden Fall nicht mehr in Ordnung? Vielleicht der Longbow. Ah, da fehlt wieder hier irgendwas. Also hier haben wir Any Bust und wir brauchen Any Branch. Branch haben wir im Inventar und Bust haben wir zumindest keine Superior. Die machen alle maximal 103 Schaden. Der erste macht aber mindestens 38 Schaden. Wir haben ein Equip mit 48 Schaden. Okay, Any Branch, da müssen wir echt mal schauen, ob wir da einen finden. Ansonsten Waste Clove, also mein Unterleib-Ding, ist auch relativ schwach. 35 Health hat das. Das oben hat mindestens 27 Health. Da brauchen wir Any Tooth und Any Fiber. Schauen wir mal, was für Fiber wir brauchen. Entweder eine Regendistel, eine Lionberry oder die Kingler Cocoon Fiber. Aber ich glaube, so eine Regendistel habe ich da schon mal aufgesammelt. Ab in den Stash. Und dann machen wir was anderes. Schauen wir, ob die da ist. Craften können wir dann eben auch ein andermal. Aber ich dachte, also vielleicht doch jetzt alphabetisch. Ich habe den Namen vergessen. Das darf natürlich nicht passieren. Distel. Aber hat das noch einen Vornamen gehabt? Oder war das nur Distel? Naja, das Icon werde ich wieder erkennen. So viel funktioniert dann in meinem Hirn auch noch. Distel, Distel, Distel. Distel und Dastel. Ich sehe tatsächlich keine. Na gut, irgendwann werden wir jetzt auf die Distel-Suche gehen. Ah, jetzt gehen wir erstmal kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nicht so weit weg. Hey, hey, hey. So weit laufen will ich nicht. Rauf mit uns. So, irgendwas Interessantes vielleicht hier in der Mitte. Wäre wünschenswert. Das sieht doch gut aus. Ist vielleicht wieder eine Belzbrick hier. Nee, irgendwas anderes steigt doch ab. Ein Memory Painting. Hab trotzdem keine Ahnung, wie ich hier durchschauen soll. Oh, bitte keine... Muss ich wieder diese Handgefuchtel-Dinger machen? Glaub, dann kriege ich noch einen Kursschluss. Ja, muss ich. Hui. Bin ich nicht gut da drin. Zumindest die Musik ist sehr relaxend. So. Ja, das mit WASD. Es geht. Aber wenn jetzt noch die Maus dazu kommt, raste ich aus. Wunderschön mache ich das. Glaub, damit kann ich irgendwann auftreten. Weiß wann ich werde es vorm Live-Publikum oder im Live-Publikum sehen will. Aber vielleicht bezahlt ihr irgendwann die Miete. Meine Tai-Chi-Übung hier. Vielleicht muss ich dafür extra einen Controller anschließen. Ich habe gar nichts damit, solche Spiele auf einem Controller zu spielen, nur ich habe generell die Auffassung, überall, wo ich irgendwie schießen oder zielen muss, mache ich das doch lieber mit der Maus, wenn ich die Möglichkeit habe. Weil mit dem Controller sieht das einfach furchtbar aus, wenn ich das mache. Ist einfach nicht im Muskelgedächtnis drin. Die Rennspiele fahre ich zum Beispiel nicht mit Maus und Tastatur. Das habe ich nur früher gemacht. Ja, ist das nicht schön. Hui. So, das reicht aber an Erinnerungen wieder. Was willst du? Ist das dein Ernst? Was? Das muss ich einfach halten. Okay. Also das, ich glaube, trainiert hier tatsächlich besser. Die, grobe Koordination. Das sind echt komische Minigames. Komm schon, mach die doch nicht so lang.
Jetzt muss ich die linke Maustaste halten und die Maustaste hier langfahren. Na gut, aber mit der Maus geht zumindest relativ genau. Wenn ich sie vernünftig platziert hätte können. Das ist jetzt hauptsächlich krampfhaft. Reicht es? Komm schon, nicht noch mehr. Ernsthaft? Bringt das hier was? Okay, jetzt ist endlich fertig. Boah, was war denn das und was kriegt man dafür? All life in the upper plains is shaped by the wind. The land, the trees, even the mighty stone bends under the ceaseless gales. And ja. Not just that. To think of it, the whole Zeswa culture, their lives, their memories and stories all follow the direction of the wind. Sehr schön, sehr schön. But how can other clans know about it? Now that the Sarentu aren't here to tell them. This place, it's so inviting. Almost urgent to sit, to take in this view. Remember every line of it. Inscribe it to memory. Like there's a tale that awaits to be told. Is this how Sarentu find their stories? There ja, vielleicht, must be more stories like this. Ich hoffe nicht. Ja, das von mir aus. Na gut, wir müssen natürlich auch wieder Pflanzen einsammeln. Das ist zwar kein Bast oder sonst was. Ist auch interessant, dass wir hier die beste Qualität bekommen, wenn es trocken ist. Und das bei einer Pflanze, die komplett im Wasser steht. Also, sagen wir mal zu 90% im Wasser steht. Das finde ich sehr ironisch. Ach, schau wieder die Viecher da. Können ihr nicht einfach weggehen? Ich will nur an die Hilfsbrick da oben. Wir können uns beide aus dem Weg gehen. Oh, seid ihr Heerscharen von euch hier. Ich hol den Minenwerfer. Lasst mich ja in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Was wollt ihr von mir? Na gut. So können wir das Fleisch nicht ernten, aber zumindest lassen wir uns gerade in Ruhe. Ich habe gesagt, du lässt uns in Ruhe. Und dann komm her. Okay. Glaubt, der wollte nur noch mal mucken. Oh, ich mag das aggressive Wildlife nicht so. Wie sagt man in Österreich, geh scheißen? Ja. Berühren. Und wieder was für die Gesundheit getan. Also dann werde ich Corona wahrscheinlich demnächst überwunden haben. Wenn das hier so weitergeht. So, da ist noch eine Installation. Hallo Hawk. Wir müssen was angreifen. Hui. Oh, das hier ist ja auch ein großes Areal. Und hier ist ein Heli irgendwo. Mehrere Helis sogar. Interessant. Der Missionsmarker ist da hinten. Aber ich würde erstmal sagen, lasst uns diesen kleinen Turm niederreißen. Nieder mit den Unterdrückern. In dem Sinne kämpfen wir gegen Helis. Überraschend schwach gegen die Waffen da. Komm schon. Sehr gut. Ich glaube, diesen Longbow muss ich tatsächlich ein bisschen aufladen. Kann ich ja jetzt schon gleich nutzen. Kamera. Kamera. Mist. Action. Nicht im Schussfeld bleiben. Wie geht denn dein Ausweichmove nochmal? So, glaube ich.
anscheinend. Ja, noch ein kleiner Schuss. Sehr schön. Und der Clan-Favor ist wieder nach oben gegangen. Und wir sind echt hochgeschossen in dieser Zeit. Irgendwas muss doch auf dieser kleinen Insel sein, die von diesen Kackviechern bewacht wird. Die mir das Leben zur Hölle machen, in der Luft zumindest. Und hier ist noch was. Ganz langsam. Ah, noch eine Base Brick. Da wollen wir doch gleich mal hin. Ja, damit. Touchen. So, die Gas Extraction Tower waren doch relativ einfach, würde ich mal sagen. Da sind nichts, das heißt, wir craften. Hey. Ich bin auf dem Timer? Nö, da läuft nichts. Ein Glück läuft da nichts. Ich werde nämlich ziemlich abgelenkt. Vielleicht eine andere Waffe. Oh, jetzt kämpfen die auch mit Granaten. Die haben meine Technik geklaut. Okay, also den Granatenwerfer muss man irgendwie ausschalten. Welches Level hat das? Wer mit Granaten wirft, der wird mit Granaten beworfen. Ich glaube, das ist so eine alte Volksweisheit. Oh, lass mich doch erstmal was Gescheites auswählen an Pfeilen. Oh, ich treffe ja nicht, ich treffe nicht. Der stand direkt vor mir und ich habe nicht getroffen. Mist. Ja! Bevor er mich erledigt hat. Oh, da ist noch einer, der Granaten verteilt. Nein, nein. Okay, das habe ich verdient. Da habe ich ja gar nichts getroffen. Das kommt davon, wenn man mich eine Stunde Tai Chi machen lässt. Wo ist der Gas-Extractor da? Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Erstmal die Menschen schön heimlich ausschalten. Heimlicher Menschenkill. Heimlicher Menschenkill. Bist du böse oder außer Betrieb? Ich glaube außer Betrieb. Das sieht doch schon viel besser aus hier. Schön heimelig ausgeschalten. Mist. Wir sind hier hoch. Wieso ist denn so viel aus schon wieder? So, irgendwo war noch ein Mech. Da ist der Mech. Hi. Hi. Und jetzt treffe ich auch was. Ja. Ausgeschalten. Beim ersten Versuch sogar. Na gut. Jetzt muss man die zwei Teile noch hacken und auf was schießen. Davor looten. Auch immer ganz wichtig. Inventory ist full. Mensch, wie ich diesen Satz hasse. So, einmal hacken. Hacken, 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 hacken. Nee, einmal runter mit dem Hebel. Einsammeln. 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 Hilf einsammeln. So, direkt drauf schießen. Das war's schon. Na komm schon, geh auf. Dein Ernst? Vielleicht muss ich ja noch was anderes aufmachen. Hey, ich bin unter Wasser. Ganz schön gelb der Sumpf. Ich hoffe, da kommen nicht die ganzen Urinabfälle rein von den RDA-Membern. Vielleicht werden die einfach da reingepumpt. Das ist gar kein Gas-Extractor.
Ja, da muss ich irgendwie anders stehen, denke ich. Hui. Hui. Okay. Irgendwas müssen wir noch machen. Oder? War's das? Hallo? Turn on the Gas Extractor A Overflow. Ach, da hinten. Ah, ist kompliziert, so eine Station hops zu nehmen. Hätte ich jetzt einfach die Kabel zerhackt und alles gesprengt. So. Und Hebel. Und jetzt muss ich diese Sachen nochmal erschießen. Na, wunderbar. Hui. Hat nicht geklappt. Gleich von unten. Hui. Na, also. Haben wir die Umwelt wieder ein bisschen besser gemacht. Da seht ihr's. Ist das nicht toll, was wir so schaffen? Genau, dann würde ich aber sagen, das ist ein explosives Ende für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.